Sie aber haben dem neuen Verteidigungsminister, den Sie als letztes Aufgebot irgendwie mobilisiert haben, als einen der ersten Termine nach Amtsantritt zugemutet, einer der wenigen funktionierenden Panzerkompanien der Bundeswehr zu erklären, dass sie ihre modernen und einsatzbereiten Kampfpanzer abgeben müssen. Und dass es moderne und einsatzbereite Kampfpanzer überhaupt noch in der Bundeswehr gibt, nach 16 Jahren Merkel, ist ja sowieso schon verwunderlich. Das muss man ja mal sagen, also auch hier, Herr Merz, immer hier alles da drauf zu schieben. Sie waren ja 16 Jahre in der Regierung da und Sie haben das alles in Grund und Boden gewirtschaftet.